Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines Snowfall DLC. Ich grüße euch, hallo. So, pass auf, wir haben wieder einen neuen Mod. Automatisches Zerstören ist wieder drin. Ich habe ein bisschen mit den Mods gespielt. Viele von euch haben sich es einfach gewünscht, dass wir diese Mods mal wieder reinbringen. Und sieh da, da sind sie. Wir haben auch wieder neue, neue Möglichkeiten jetzt, die wir hier nutzen können. Ich weiß es gerade gar nicht. Straße verbessern. Ob wir hier noch was drin haben. Das ist alles klar. Schnee. Gucken wir mal gerade. Schnee schaut auch gut aus. Hier hinten ein bisschen wenig, ne? Ein bisschen wenig. Straßen auch nicht so. Ah, bis jetzt schaut es okay aus. So, viele. Es gab auch unglaublich viele geile Kommentare von euch, die sie vorgeschlagen haben. Wir sollen doch da hinten eigentlich mal so eine Untergrundautobahn machen. Auch eine coole Idee. Fand ich auch geil. Aber, was auch noch cooler wäre, wäre beispielsweise, jetzt lassen wir ganz kurz gucken. Hier ist nämlich ziemlich viel Arbeitermangel, den wir hier sehen. Und hier haben wir einen gigantischen Stau auf der Straße. Ich ehrlich gesagt so noch mal gar nicht so wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Da fehlt einfach noch ein bisschen Liebe dran. Also das ist eh eine Suboptimallösung. Ja. Ich hätte mir eigentlich da einen anderen Anschluss eher gewünscht. Aber das wie ist das die große Frage, ne? Das schaut so episch aus. Das schaut so episch aus. Wenn du das mal so verfolgst, das ist einfach nur heftig. Gefällt mir. Ey, da kannst du dich total krass satt sehen an sowas. Ich finde es wahnsinnig schön gemacht. Lass mal ganz kurz gucken. Gut, dass die Autobahn jetzt hier mega episch beleuchtet ist. Das müsste jetzt meiner Meinung nach nicht sein, aber okay. Sei es drum. Wir müssen aber hier eine Lösung finden, weil das ist beides suboptimal. Auch diese abbiegige Spur. Die meisten wollen hier halt eben entweder geradeaus, wobei eigentlich eher links abbiegen. Und da ist halt schon Stau, einfach aufgrund der Tatsache, dass hier viel Verkehr ist. Gut, okay. Den Traffic Light Mod hatte ich jetzt eigentlich nicht drin. Weil ich auf den ein bisschen verzichten wollte. Also, ich habe mir ganz bewusst nicht reingemacht, weil ich gesagt habe, ja, das wäre alles ganz schön. Aber, ja, dann nutze ich wieder die ganze Zeit einen Traffic Mod. Und das will ich eigentlich vermeiden. Hier haben wir echt einen mega bösen Stau verursacht. Warte mal, lass mal kurz gucken. Ja. Allgemein hier, Kreuzungen sind halt schwierig. Dann wäre ein Kreisverkehr schöner. Auch hier vielleicht. Einspuriger Kreisverkehr. Da würde einfach generell hier an diesen Stellen mehr gehen. Wobei natürlich innerhalb der Stadt ist natürlich der größte Punkt des Ganzen. Hier ist wahnsinnig viel los einfach nur. Das liegt einfach auch an der Skyline. Und natürlich dementsprechend auch an den vielen Leuten, die da rein wollen. Finde ich jetzt eher schwierig, das dann nochmal anders zu machen. Was sagt denn hier unser Vogel? Twitter mich. Good morning, Sam. Ein schöner Sonnenaufgang. Paradies. Nope. Okay. Ja gut, diese Straße ist suboptimal. Ich gebe es zu, Freunde. Aber hier ist gar nicht mal so der Stau. Also das, dieses, gut, das mag jetzt vielleicht an der Nacht liegen. Da ist natürlich hier trotzdem 10-mal mehr Stau. Die fahren alle aufeinander, oder? Ach du Scheiße, ey. Nee, das müssen wir lösen. Das ist so gar nicht cool. Das müssen wir lösen. Bloß wie? Wie lösen wir diesen Humbug? Wie lösen wir diesen Humbug? Wir könnten diese Zentralstraße könnten wir, beziehungsweise im Prinzip ist es ja eigentlich diese Straße. Hier hängen sehr viele Fahrzeuge rum. Und biegen dann beispielsweise in die Stadt ein. Ah, naja, gut, okay. Okay, eigentlich. Hier ist mag viel los sein. Da hinten brennt's. Warte mal, müssen wir gleich mal hinschauen. Ganz kurz. Ah, das läuft alles. Okay, Freunde, ich habe eine Idee.
Ich habe eine Idee, wie wir das Problem hier lösen können. Manche meinten auch, man könnte doch zum Beispiel hier unterirdisch rausgehen und dann hier rüber gehen. Auch eine Möglichkeit, hier dann zum Beispiel noch irgendwie anzuschließen. Finde ich aber jetzt auch schwierig. Ich würde sagen, wir pausieren das Ganze mal kurz. So, das finden die natürlich jetzt super geil. So, okay. Und jetzt müssen wir uns was überlegen. Wie kriegen wir hier den Anschluss perfekt hin? Ich habe mir mal was überlegt. Aber ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Wir bräuchten auf jeden Fall eine sehr große Straße hierzu. Wir fangen aber mal mit der kleinen an. Dazu müssten wir halt hier rüber gehen. So. Ich weiß, das schaut jetzt ganz, ganz schwierig aus. Pass auf. Gucken wir mal. Ich will mal wissen, ob das eine Entlastung bringt. Normalerweise ja schon. Weil hier jetzt gar nichts ist. Die können ja wunderbar in dieses Hauptkonstrukt hier reinfließen und sich hier in die Stadt verteilen. Macht, schaut jetzt natürlich völlig zusammengewürfelt aus, gebe ich zu. Liegt einfach an der Struktur, die wir jetzt hier hatten. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht, weil es jetzt auf der Nähe her schaut es deutlich geiler aus. So. Ich weiß nicht, der Anschluss an sich finde ich halt wirklich sehr, sehr heftig reingebaut. Aber so insgesamt macht es eigentlich einen ganz schnieken Eindruck. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass man das so machen könnte. Müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt natürlich weniger Ärger wegen dem Anschluss an sich. Und der Verkehr fließt hier relativ human rein. Mal gut, dass natürlich nochmal eine Ampel rot sein kann, das ist natürlich klar. Aber es staut sich deswegen auch nicht. Ja, fließen hier schön rum, wie so ein Fluss, ne? Das kommt hier so schön runter. Ich finde das echt in Ordnung. Also ich... Meiner gibt es ja mit Sicherheit jemanden, der sagt, okay, das ist nicht schön. Ich meine, ich finde es auch suboptimal. Ganz klar. Okay, hier können wir nichts verändern. Jetzt haben wir hier halt einen ganz, ganz heftigen, ganz, ganz heftige Straßenverhältnisse. Gut, das liegt einfach an dem Güterbahnhof wieder. Boah, jetzt wird's schön. Alter Schwede, ist das hübsch. So, hier an den Brücken stehst, ne? Weißt du, so mit dem Bäumchen hier. Und mit leichten Schneefall. Und die Sonne geht gerade auf. Über den Hügeln. Ah, da kommt die Sonne langsam hoch. Und da leuchtet die ganze Stadt. Gerade Sonnenaufgang bei uns. In Westfield. Sehr, sehr angenehm. Und der Schnee kommt wieder zurück. Es schneit sich langsam wieder ein. Die Nacht hatten wir ein bisschen weniger Schnee. Jetzt, da konnte sich der Winterdienst mal ein bisschen ausruhen. Jetzt im Augenblick kommt aber der Schnee wieder zurück in unsere kleine Gemeinde. Und uns fehlt es immer noch an Arbeitskräften. Oh, da war ein Schwein. Nicht genügend Arbeiter, vor allem ungebildete Arbeiter fehlen halt ganz, ganz massiv. Da könnte man natürlich jetzt Folgendes überlegen. Also als allererstes muss hier mal irgendwie Polizei her, weil hier ist echt Katastrophe. So, jetzt bringen wir hier erstmal die Polizei rein. Weil das ist, glaube ich, jetzt gerade so das größte Problem, dass hier einfach die Polizei gerade überhaupt nichts mehr unter Kontrolle hat. Feuerwehr hier genau dasselbe Spiel. Bringen wir mal ein bisschen mehr Feuerwehren her. So, die sollen sich hier mal ein bisschen drum kümmern. Gesundheitswesen kann jetzt man sagen, was man will. Ich bin dafür, dass wir hier trotzdem noch eins dazu bringen. Und natürlich hier hinten, dass wir die Versorgung einfach hier hoch bekommen. Das freut die Leute natürlich. Okay, da haben wir ein Krematorium und dann würde ich sagen, bauen wir hier noch eins her. Einfach damit das hier auch mal von der Abdeckung her wieder passt. Die Auslastung ist natürlich super. Das ist gar keine Frage. Aber so auch. Wächst so langsam alles.
Schaut erst ziemlich zugeschneit aus. Ziemlich übel gerade. Aber es läuft ganz gut eigentlich. Es läuft ganz gut. Ich finde das absolut schön so. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier entwickelt sich auf jeden Fall dadurch jetzt relativ viel wieder. Und der Bedarf an Wohnraum steigt wieder auch an. Ja, sehr viele ungebildete Arbeitskräfte. Das macht unseren, bringt den Markt hier gerade in Wallung. Und ihr seht schon, da werden die Häuser auch gleich abgerissen. Die kaputten. Und hier ist relativ viel Verkehr auch innerhalb dieser Feldwege. Ihr seht es ja gerade. Die armen Kühe, die stehen den ganzen Tag draußen auf der Weide. Ist auch schwierig, oder? Aber nee, die könnten auf dem Parkplatz ausbrechen. Kein Problem. Ja, das ist unsere kleine Kornkammer. Gucken wir mal gerade. Wald haben wir relativ viel, verwenden wir aber nicht. Fruchtbares Land verwenden wir auch nur sehr begrenzt gerade. Den Wald. Wir könnten mal ein Forstgebiet starten. Man ist ja jetzt die perfekte Zeit hier unten auch für ein Forstgebiet, ne? Müsste man natürlich aber auch noch die Ecke hier in einen Forst umbauen. Mal hier mal so einen Forstrand. Und dann machen wir jetzt hier Recyclinghaus, hier Rauchmelder, Rauchverbot. Besteuerung keine. Okay, das passt soweit alles. Kleinunternehmer und Wohltäter. Industriefläche. Gut, alles klar. Und dann sagen wir hier, wirst Forstgebiet. Und dann lass uns mal Folgendes überlegen. Machen hier mal ein bisschen die Ecke größer. Diesen Außenrandbereich. Hier kommen wir nicht rein, weil... Hier steht doch irgendwo was wieder. Huh? Warum kann ich das jetzt nicht aufbauen? Feuerwehr. Schieb mal da mal rüber. Müssen wir natürlich dann alles nochmal nachprüfen. Hier haben wir natürlich jetzt das nächste Problem, dass hier überall diese kleinen Teile sind. Unsere ganze Versorgungsgeschichte ist ja im Prinzip hier untergebracht. Was ja auch in Ordnung ist, dann haben die schon mal gleich eine größere Straße, wo die drauf arbeiten können. So, jetzt sind die nämlich hier angeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das hier wieder voll bekommen. So. Machen wir das mal wieder in hübsch gerade. Ja gut, das ergibt sich hier. So. Okay. Das schaut doch gleich mal viel, viel angenehmer aus. Okay, und wenn wir das jetzt langsam aber sicher hinbekommen... So, hier noch ein bisschen. Ja, da hat es jetzt ein bisschen die Färbung verändert. Das ist natürlich saudoof, ne? Man muss jetzt immer dahinter bleiben, dass es auch wirklich dann richtig aussieht. Macht aber jetzt eigentlich de facto nichts, wenn man da ein bisschen dahinter bleibt und im Detail arbeitet. So, lass uns mal herschauen.
Ja, es ist halt jetzt ein bisschen nervig, das alles jetzt nachzuarbeiten. Gerade auch hier zum Beispiel. Aber es lohnt sich, Freunde. Es lohnt sich wirklich. Solche Sachen, die verfolgen einen auf Ewigkeiten, wenn man da nicht anständig dran bleibt. Weil das findest du dann spätestens in 1000 Jahren wieder und denkst dir, boah, krass, warum habe ich denn das nicht gleich gemacht? Gut, man kann auch solche Gebiete einfach komplett leer machen und dann wieder neu befärben. Bin ich persönlich gar kein Fan von, weil ich finde das viel aufwendiger und so lernst du auch deine Stadt ein bisschen kennen einfach. So, jetzt haben wir ja diesen Ring hier gebaut. Das wäre ja Quatsch gewesen, würden wir jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem Teil hier, gehen wir einfach jetzt hier mal raus. Und lass uns mal hier hinten. Eine Brücke bauen. So, hier über die Bahn drüber. Und noch hier runter. Ah, das war ein bisschen... Nee, warte. Das war ein bisschen knapp gewesen. So. So, das ist jetzt hier nochmal ein Außenbereich. So, das ist nochmal ein Außenbereich. Den wollen wir aber jetzt so gar nicht mehr groß bearbeiten. So, und dann gehen wir hier nochmal hoch. So. Okay. Jetzt brauche ich nochmal was anderes gerade. Den Feldweg. Nee, müssen wir mal anders machen. Müssen wir so machen. So, machen wir hier noch einen Feldweg her. Und hier können wir dann auch nochmal unsere berühmten Kiemen machen. Hier wieder so ein leicht reingehen, nicht groß arbeiten daran, ne? Sondern ganz leicht hier in die Industrieflächenplanung einfach einsteigen. Das muss man natürlich jetzt alles dann auch noch mit Wasser und so weiter ein bisschen vertiefen und natürlich vielleicht auch mit Heizrohren. Würde jetzt in der Stelle vielleicht sogar Sinn ergeben. So, machen wir das mal so. Haben wir hier noch ein bisschen was fehlt. Das können wir vielleicht sogar noch mit da reinholen. Na, da müssen wir jetzt mal schauen. Ist jetzt weniger cool, aber wir kriegen so auf jeden Fall hin. Okay. Gehen wir hier nochmal raus. Obwohl, ja. So. Und hier nochmal. Okay, dann ist der ganze... Das ganze Gerät hier ist dann auch angeschlossen an das Ganze. Und jetzt brauchen wir halt, im Prinzip brauchen wir Arbeitskräfte. Dass es natürlich hier jetzt keine schöne Stadt ist, das ist, ich denke mal, jedem klar. Da müssen wir auch ein bisschen an den Außenbezirken dann arbeiten. Jetzt lassen wir ganz kurz gucken. Hier oben haben wir immer noch ein bisschen Schneeprobleme. Dann könnten wir hier oben eine Deponie hinbauen. Da hätte man natürlich hier oben auch nochmal eine ganz, ganz extreme Hilfestellung für unsere kleine City. So, dann bauen wir hier nochmal sowas hin. Genau, dann können da nämlich neue Autos rausfahren. Und das wird auch hier, zack, da sind sie gleich, die achten drauf, dass hier alles in Ordnung ist. Und hier sind die ganzen Schneeräumer. Die kümmern sich jetzt darum, dass hier auch mal ein bisschen auf den Nebenstrecken ein bisschen was gemacht wird. Hier ist ganz schön zugeeist. Schaut euch mal diese Straße hier an. Man sieht nicht viel, ne? Man sieht eigentlich nur Schnee in dem Lichtermeer, ja, aber das ist, hier sieht man es dann auch schon. Auch hier wäre mal so ein Räumfahrzeug gar nicht so schlecht. Da sind auf jeden Fall unsere Räumfahrzeuge hier und Straßenfahrzeuge auch ohne Ende. Und die kümmern sich jetzt. Hier, ihr seht schon, auch gar ganz voll geeist. Und die brauchen jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen Heizung und so weiter. Kein Problem, bringen wir hin. Da. Müsste es für die bessere. Vielleicht ist euch aufgefallen, Freunde, ich mache momentan ein bisschen langsamer vom Speed her, damit ihr euch das einfach nicht so stressig anschauen müsst.
sondern sonst, es rennt die Zeit doch eh immer so. Und wir machen jetzt einfach mal ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Und ich hoffe auch ein bisschen angenehmer. Also, und damit sage ich danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtyp, ciao.